Max Hopp hat beim Grand Slam of Darts vom 10. bis 18. November live auf Sport 1 sein Auftaktspiel gewonnen. Im Duell mit dem Engländer John Payne, das das prestigeträchtige Turnier eröffnete, setzte sich Hopp mit 5:3 durch. Alle Infos zum Grand Slam of Darts. Dabei verlief der Start alles andere als glücklich für den deutschen Topspieler. Denn Hopp kassierte direkt ein Break und geriet mit 0:2 nach Legs ins Hintertreffen. Anschließend steigerte sich der 23-Jährige aber und glich zum 3:3 aus. Den Aufwind nahm Hopp mit, um auch die nächsten zwei Legs zu gewinnen und damit das Spiel für sich zu entscheiden. Hopp kam auf einen 3-Dart-Average von 92,76, seine Doppelquote betrug 35,71%. Sein höchstes Finish war ein 123er Checkout. Die Statistiken zum Spiel: Schindler unterliegt Buntingin. Hopps Gruppe sind auch Peter Snakebite, Wainwright und Jim Williams. Im zweiten Spiel des Auftakttages wurde Gavin Price gegen Andrew Gilding seiner Favoritenrolle gerecht und gewann mit 5:2. Der Waliser profitierte dabei auch von der schwachen Doppelquote Gildings 18,18%. Anschließend setzte sich Dimitri van den Berg trotz werkgebender Matchstarts mit 5:3 gegen Ryan Searle durch. Anzeige: Hier gibt's Tickets für das Finale der Bild Super League Darts Germany. Martin Schindler verpasste einen Coup zum Auftakt. Dann setzte sich die Klasse des Engländers durch. Das ist 3-Dart-Average 91,84,8 und Doppelquote 35,71% bis 25% besser waren als Schindlers. Zudem gelang Bunting ein 170er Finish. Vollkommen überraschend kassierte mit Simon Whitlock, einer der Top-Favoriten, gleich im ersten Spiel eine deutliche Niederlage. Gegen Glenn Durrant verlor der Australier klar mit 1:5. Mit einem Durchschnitt von 92,05 konnte Whitlock seinem Konkurrenten 99,2 zu keiner Zeit wirklich gefährlich werden. Wainwright siegt äußerst knapp. Souverän in das Turnier gestartet ist dagegen Mensur Suljovic. Der Österreicher besiegte seinen britischen Konkurrenten Scott Mitchell mit 5:2. The Gentle warf 8-mal die 140 und sicherte sich dadurch den Auftaktsieg. Auch für die Nummer 3 der Welt, Rob Cross, war der Auftakt in das Turnier von Erfolg gekrönt. Gegen Mark McGee siegte der Weltmeister mit 5:2, wenn auch nicht mit einer Glanzleistung. Ein 3-Dart-Average von 87,49 lässt durchaus noch Luft nach oben. Äußerst knapp ging es im Duell zwischen Peter Snakebite, Wainwright und Jim Williams zu. Während zu Beginn des Spiels alles nach einem Sieg von Wainwright aussah, gab Williams nicht auf und glich zum 4:4 aus. Im entscheidenden 11. Leg behielt der erfahrene Wainwright aber die Oberhand und sicherte sich den umkämpften 5:4 Sieg. Van Gerwen als Favorit zum 12. Mal steigt der Grand Slam of Darts, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch der BDO teilnehmen dürfen. Für die Darts-Profis ist es der letzte große Härtetest vor der WM, die am 13. Dezember beginnt, live im TV auf Sport 1. Der Sieger des Grand Slam darf sich dabei über mehr als 125.000 Euro Preisgeld freuen. Neben Hopp und Schindler ist auch Michael Unterbuchner als deutscher Spieler am Start. Trotz seiner leicht schwächelnden Form bei den letzten Turnieren zählt Superstar Michael van Gerwen zu den absoluten Top-Favoriten. Der Niederländer konnte den Grand Slam in den letzten 3 Jahren jeweils für sich entscheiden. An ihm führt kein Weg vorbei. In wichtigen Phasen wird er garantiert wieder angreifen, war sich Schindler im exklusiven Sport 1 Interview sicher. Bild Super League Darts Germany 18. November ab 13 Uhr live im TV auf Sport 1. Die Ergebnisse im Überblick.
Max Hopp, Josh Payne 5:3, Gerwin Price, Andrew Gilding 5:2, Dimitri van den Berg, Ryan Searle 5:3, Steffen Bunting, Martin Schindler 5:3, Simon Whitlock, Glenn Durant 1:5, Mensur Suljovic, Scott Mitchell 5:2, Rob Cross, Mark McGinney 5:2, Peter Wehreit, Jim Williams 5:4. Jetzt die Sport 1 App herunterladen.